Herzlich willkommen ein weiteres Mal zu einem Videokonzert der Johannes Brahms Musikschule. Es wird das vorläufig letzte Konzert dieser Reihe sein. Für das heutige Programm haben wir eine spannende Reise vorbereitet von klassischer Musik bis hin zu Popmusik. Und Sie werden sogar zwei Beiträge mit Looper hören. Sie wissen nicht, was ein Looper ist? Na, dann bleiben Sie dran. Schönen guten Abend aus dem Kunsthaus mit Zuschlag. Mein Name ist Wolfgang Wippel und aufgrund der Location habe ich mich heute entschieden für ein Stück von Claude Debussy, das dem Klangvolumen dieses Raumes und des Flügels gerecht werden wird. Es ist Claire de Lune. Meine sensible Frau hat mich dazu animiert, das heute zu spielen, und widmen möchte ich das Stück meinen Klavierschülern, die in dieser letzten Zeit kein Bildungsdefizit aufgerissen haben, sondern teilweise ganz schön zugelegt haben, einfach weil sie mehr gespielt haben. Viel Vergnügen.
Ich freue mich sehr, mit meinen beiden Kollegen Bernhard und Günther endlich das Trio für Klarinette, Klavier und Violoncello Opus 11 zu spielen. Wir haben den langsamen Satz vorbereitet, der zählt für mich zu den schönsten Kammermusikwerken, die überhaupt auf dieser Welt je erklungen sind. Lassen Sie den Alltag hinter sich und genießen Sie mit uns Ludwig van Beethoven. Sehr geehrtes Publikum, ich freue mich sehr, für Sie heute ein hainisches Volkslied zu singen. Komponiert wurde dieses von Johannes Brahms. Meine Begleitung Maria Lugiaki, mein Name Daniela Lenhardt. Guten Abend, mein Schatz, guten Abend, mein Kind. Guten Abend, mein Kind. Komm aus Licht.
Tja, das war wohl ein vergebliches Ständchen. Aber ich habe noch ein zweites mitgebracht. Ich schlüpfe in die Rolle der Eliza Doolittle. Es ist ein sehr bekanntes Stück, I Could Have Danced All Night, und wurde 1956 von Frederick Loewe komponiert. Bit, bit, I couldn't go to bed. My head's too light to try to set it down. Sleep, sleep, I couldn't sleep tonight. Not for all the jewels in the crown. I could have danced all night. I could have danced all night. And still have begged for more. I could have spread my wings and done a thousand things I've never done before. I never know what made it so exciting. But all at once, my heart took flight. Wir spielen den Tango Oblivion von Astor Piazzolla im Arrangement für Klaviertrio von José Brigato. Oblivion heißt übersetzt vergessen und ist das typische Beispiel eines langsamen Tangos, der sich zum klassischen Konzertstück wandelte. Sie hören jetzt Bernhard Hirzberger am Klavier, Gernot Rupp am Cello und mein Name ist Simone Mustein, ich spiele Violine. Thank you.
Haben Sie schon mal eine echte Uraufführung erlebt? Der Begriff Uraufführung ist in Österreich erst seit 120 Jahren bekannt. So schrieb am 15. Mai 1901 das Grazer Tagblatt vom vortrefflichen Ausdruck Uraufführung für ein Werk, das noch niemals öffentlich gespielt wurde. Ich bin Gernot Rupp und ich spiele heute die Uraufführung von meinem Lied Der Turm für Gesang, E-Cello und Lupa. Verlernen einander zuzuhören, denn nur wer zuhört, wer nimmt das Wort, das hinter den Worten verborgen ist. Oh, wie würdest du uns lehren, uns leise zu empören? Hast du dumm gesehen, wie wir verlernen
einander zuzuhören, würden die feinen Herren verstehen, dass sie dabei sind, die Welt zu zerstören. Was wird geschehen, wenn außer Türmen nichts mehr übrig ist? Der Turm hat gesehen, wie wir verlernen, einander zuzuhören, denn nur wer zuhört, wer nimmt das Wort, das hinter den Worten verborgen mehr. Nein, wir gingen alle als Sieger hervor, als Sieger hervor. Der Turm hat gesehen, wie wir verlernen, einander zuzuhören, denn du wärst verborgen ist. Geschätzte Damen und Herren, mein Name ist Werner Gamsiger. Ich unterrichte an der Johannes Brahms Musikschule Saxophon und Holzblasinstrumente. Sie hören nun das Stück Flups. Flups bedeutet Loops in F. Thank you.